Hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mad Max. Tja, wir befinden uns mal wieder in der Betthöhle und unserem Hund geht's besser. Schon mal sehr schön. Und jetzt werde ich die nächste Mission bei Chumbucket starten. Hey man! We need parts, scarce as they are. Help me gather all this scrap. I'll fashion a harpoon. Oh ja. Dann sammle ich mal hier den ganzen Schrott auf. Work, work. Weil wir lieben ja den Schrott. May also prove to be useful in battle. We could use it to defeat enemies, rip off doors, even wheels. So, we got all we need? Just junk and parts. Ah, yeah, but the jag tip, it's not here. See, it's not here at all. Yeah, it's in my bunk. For, it's just there for, safekeeping. See? Schaffe den Widerhaken. Was hat er gesagt? Zu Fuß oder im Auto? Zu Fuß. Ist ja wieder Haken. Cool. Ich habe gerade gesehen, hier kann man, glaube ich, sein Wasser auffüllen. Nice. Naja, viel ist da ja nicht drin. Aber immerhin. Got the jack tip. So, willkommen in der Werkstatt. Hier wird der Magnus Opus gebaut. Magnum Opus gebaut und angepasst. Die Kategorie Harpune ist mit dem Missionsziel grüner Punkt markiert. Gehe nun dorthin und montiere die Standard-Harpune. Sehr gerne. Max hat den Widerhaken und genug Schrott beschafft, um die Standard-Harpune anzubauen. Gerne. So. Standard-Harpune für 15 Schrott kaufen. Bitte. Erfolgreich installiert. Cool. Max hat nun genug Schrott gesammelt, um ein Rammgitter anzubauen. Wähle die Kategorie Rammgitter. Okay. Was sieht aus wie ein Rammgitter? Ach das. Obwohl, das ist eine Kühlerfigur. Das ist das Rammgitter. Baue die Verbesserung Raufstange an. Rammgitter Raufstange erhöht die Rammkraft um 10%, verringert den Schaden durch frontale Zusammenstöße um 10%. Gewicht leicht. Okay. Ja, sieht jetzt noch nicht so cool aus, aber wir sind auch noch ganz am Anfang. Was ist neu? Die Kühlerfigur ist neu. Kann ich schon eine anbringen? Nein. Durch Hauptmissionen muss ich vorankommen, um die freizuschalten. And if we don't weaken their numbers, why it'll mean the end of you, me, and the Magnum Opus. All right, let's do it. Ja, dann. Oh, doch mal wieder ein bisschen rumdüsen hier. See those metal monsters? Scrotus War Boys put them up to mark their turf. Bring them down for good. Grammy could damage our front, but it should work. Zerstöre die Vogelscheuche. Ja. Waffe wechseln. You better use the harpoon for this. Zielen. Und zielen. Oh.
Das ist gerade cool. Noch mehr Vogelscheuchen. Ich drehe mal kurz um, weil ich habe da ein wenig Schrott gesehen. Keep an eye out. No surprises. Und je mehr Schrott ich habe, desto eher haben wir neue coole Teile fürs Auto. Ich hoffe ja, dass die Welt vielleicht, ich meine, das ist ein bisschen viel erwartet, aber ich hoffe, dass die Welt noch ein bisschen abwechslungsreicher ist. Sieh dir das Lager vom Aussichtspunkt aus an. Oh, selbstverständlich. Und bis dahin mein Auto nicht kaputt ist, dann gerne. What's the purpose of these camps? Oil! The crew pumped from the very ground and sent in convoys to be refined and gasoline in gas time. Let's see. Warcrier. Die einzige Aufgabe eines Warcriers ist es, die Bewohner eines Lagers zusammenzutrommeln und sie in einen wilden Kampfrausch zu versetzen. Wenn sie gestärkt wurden, sind diese Kämpfer gefährlicher. Beseitige den Warcrier, um den Stärkungseffekt zu beenden. Das erinnert mich gerade ein bisschen an komm ich denn da jetzt nochmal raus? An Gates defended. Sniper out front. That's all. An Shadow of Mordor meine ich mit dem Warcrier. Älteste Teilweise. Sniper, ja, ist klar. Fernglas ablegen. Alarm. Wenn der Alarm gefüllt ist, die zur Anzeige, dann wird es gefährlicher. Okay, erste Mission mit dem Alarm wird ja wohl noch nicht so schwer sein. Ich kann einfach kein Auto fahren. Im Spiel nicht. Bin ich nicht super. Ach. Brauchen wir so runter jetzt. Zack. It's clear. Now the gate. The tank is feeding the flamethrower. We'll rip it off! Harpoon awaiting your command! Wo ist der Tank da weg? Bam! And we win again! Oh, das ist voll kaputt. Und hier kommen wir wahrscheinlich mit dem Auto nicht vorbei. Auf geht's. Wende dich an. Er schlägt Alarm. Und die Gegner werden gestärkt. Alles klar. Dann sollten wir ihn als erstes erledigen. Boom. Fight. Und finish him. Sehr gut. Mehr Schrott. Geil. They left nothing. Was haben wir hier? Ein historisches Relikt.
Max miss you. Come back soon. Das sieht aus. Ja, okay, das habe ich auch auf Deutsch verstanden. Will I? Mutter und Kind, oder was? Historisch. Gotta get to that pump and destroy it. Ich halte E gedrückt, um die Tür einzutreten. Wow, ihr wird gerade mega hell. Ich bin erleuchtet. Ich bin der Auserwählte. Der einzig wahre. Sehr gut. Haben wir das auch ungefähr. Schön windig. Schön laut der Wind. Zerstöre alles Grotus Insignien, um das zusätzliche Lagerziel abzuschließen. Waterloo. Wow, 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 Waterloo. Nice. Jetzt kann ja eigentlich nichts mehr passieren. Gott finden. Ich hoffe, dass dieser scheiß laute Wind nicht mein Mikrofon-Sound tüncht. Aber ich glaube, das ist laut genug. Oh, es geht noch tiefer. Schrotflintenpatron, sehr gut. Schrott, sehr, sehr gut. Und eine Skrotus-Insignie. Ja. Wieso haben wir Schrotflintenpatron gekriegt? Natürlich, um da jetzt hinzuschießen. Perfekt. Ist nicht verkehrt, dass das Spiel einen so führt. Muss man weniger nachdenken dabei. So. Geht's nicht mehr? Doch, hier geht's noch her. Oder bin ich hierher gekommen? What do you want? Time is built to this, Wanderer. Your path, schon wieder. However crooked, has led you straight to here. Our work, yours and mine, must soon commence. Come find me when your spirit is ready. Super strange guy. Während Max im Bodenkampf aktiv ist, baut er Wut auf. Wenn er genug Wut angesammelt hat, wechselt Max in den Wutmodus, indem er alle seine Schläge noch stärker sind. Max bleibt im Wutmodus, bis die Anzeige leer ist, beziehungsweise bis alle Feinde... Das hört sich doch an. Ich hab das doch nicht gut an. Dann kommen wir die... Ich doch mal aufhören. Oh, shit. Ja, es ist auch so ein leichter Erfolg. Nice. Also, wenn man sich nah an irgendwelchen Sachen befindet, so irgendwelchen Objekten oder wie jetzt gerade die Treppe,
Belebtes mitbenutzt. Da machen wir der Kopf da drauf. Destroy the pump. Zerschlagen. Make it so that there's no reason for them to come back. So. Ah, ich sehe doch eine Insignie. Geh doch bitte weiter. Schönes Ding. Zerstöre Ölpumpen. Ja, das machen wir gleich. Hallo, lauf doch bitte. Ja. Fuel storage. One can do the trick. Haben wir auch schon den Kanister. War ich da gerade schon oben drauf? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Mann, Mann, Mann. Nee. Okay. Ich glaube, das war's. Ich hoffe, das war's. Dann zerstöre ich jetzt die Ölpumpe. Anzünden. Jawohl. Okay, okay. Ich habe 4 Schrottteile liegen lassen. Damn. Schade. From the tunnels. I need to find him. Ooh. Nice. Now to begin my work. There's something he's doing before we turn back. But we've got all we need. Why stall our work on the magnum opus? It's not for you to understand. I see. You have your secret reasons. I'll follow you, because I think fate favors, old chum. Folge mir, mein Gollum. Eigentlich könnte mich demnächst auch mal fahren, oder? If you have to wander solo, please, take this flare. When you need old chum, point skywards and fire. Okay. Gut. Trifft dich mit dem geheimnisvollen Ölpferd. Ja, wenn wir es mal rauskriegen, oh, ist das für eine Ölpferd. Never mind the old Blackfinger and his sacred quest. Oha, es wird schon alles ein bisschen strange. There you are. Shifter of Sands, Letter of Blood, remnants of a ruined past. You say you seek the Plains of Silence, but do you not wander them right now? The remains of your life, a perpetual flight. An escape from all that is human, until one day, the Plains of Silence end, and you begin. You've a purpose in this life, my friend, although you fear to dream it. But pain will come, much more pain, before this purpose to you is made manifest. You know nothing of me. Look behind you.
that June after June of drifting, half-forgotten terrors. You flee them always, these past phantoms, and the madness that crawls inside. You've come to Griffith for a reason, deep inside. Twisted around horrors from which you run lies your strength. Griffith can help. Help you venture down to where you daren't go yourself. And lay bare your true promise. Wow. Also, im Endeffekt scheint der Typ dafür da zu sein, seine oder überhaupt Skills freizuschalten. Was ist denn cool? Und wie viel habe ich? 5 Punkte Langlebigkeit. Schaden ertragen ist doch immer genial. Durch Nahrung mehr Gesundheit erhalten. Auch hört sich gut an. Legendenstufe. Ich weiß nicht, was das heißt. Weniger Treibstoff verbrauchen. Mehr Schaden durch Waffen. Beim Plündern mehr Munition. Man kriegt insgesamt wenig Munition. Da halte ich das für sinnvoll. Intuition, Waffen länger zu benutzen, bevor sie zerbrechen. Sie können zerbrechen? Damn, shit. Dann werde ich wohl noch mit dem Treibstoff plündern, mehr Schrott. Erhöhe Max-Fähigkeit, mehr Wasser von Wasserquellen, nö. Komm, machen wir es mit der Legendenstufe noch unbestätigen. Und weg ist der Strange Guy. Wo ist er denn hin? Und how the hell kann er so einen fetten Rucksack tragen? Ja, ist er jetzt, also komm. Beruhig dich. Was ist das denn jetzt? Ich glaube, ich musste W drücken, damit er aufsteht. Aber trotzdem. Im Tausch gegen Grifferzeichen kann Griffer Max helfen, seine Fähigkeiten zu verbessern. Er hat den Namen, der Typ Griffer. Wo ist mein Auto? Where's the car? Oh, he hasn't. Zwei. Was hat er gemacht? Any trouble? I saw bad guys, sneaking, spying, wanting to steal her away also from us. Nicht fahren. Warum fährt er mich dann nicht einfach? No time to waste then. We've a car to build. Yes, we do. Oh, we've done righteous work, Saint. We have what we need to install the nitrous boost. Nitro hört sich cool an. Du kannst jetzt über das Pausenmenü auf das Werkstattmenü zugreifen. Wow. Es ist an der Zeit, den Magnum Opus einen Booster zu verpassen. Booster und doppelten Booster. Neu. Jetzt, da die Bedrohung verringert ist, kann Chum den doppelten Nitro-Booster mit dem gesammelten Schrott montieren. Doppelter Nitro-Booster installiert den einfachen. Zwei Widerleiter. Okay. Sehr cool. Dann wollen wir noch mal gucken. Nitro done yet? Oh, yes. Nitro installed. Now, let's baptize her. Und wie setze ich den ein? I know just the place. Ja, auf welcher Taste denn, Mensch? Richte. Nee. Richtige Maustaste. Wow! Nee. Oh, man kann so Ausweichmanöver machen mit dem Mausrad. Also, wenn man es klickt. Ach, Booster Space. Ja, alles klar.
So, dann wollen wir doch mal. Ziemlich kurz. Aber es gibt ja später noch bessere. Bam! Mission abgeschlossen, die Arbeit der Rechtschaffenden. Die Arbeit am Magnum Opus kommt gut voran, doch es fehlt das Herz. Er braucht einen V8-Motor. Das hört sich schön an, hört sich das. Was haben wir jetzt? Elita? Oh. Aussehen anpassen? Das mag ich. Das wollen wir uns jetzt eben nochmal angucken, oder? Finde ich auf jeden Fall. Max. Willkommen im Max Verbesserungsmenü. Verbesserungen und Fertigkeiten werden freigeschaltet, wenn Max Legendenrang steigt und können mit dem Schrott gekauft werden. Plünderfetzen, den habe ich ja jetzt im Moment an, ne? Erreiche den Legendenrang, will der Teufel, indem du Herausforderung abschließt, um die Verbesserung freizuschalten. Ja. Diesen neue mächtige Fähigkeiten im Bodenkampf. Kettenabschluss. Lasse auf Kettenschläge einen mächtigen Abschluss. Das finde ich super. Ich habe ja noch einiges an Schrott. 190. Waffenparade. Pariere. Klingt auch gut. Was haben wir noch? Kopf, ändere Max Aussehen. Ah, es geht alles noch nicht. Aber da freue ich mich schon drauf. Munitionsgürtel, Handgelenkschutz, also Erken, Schlagringe, oh. Das habe ich schon alles. Ein Brecheisen, um verschlossene Türen und Container aufzubrechen. Das scheint doch sinnvoll zu sein. Cool. Klar. Ich würde fast sagen, wir sind schon wieder relativ lange dabei. Dann machen wir genau hier den Cut. Und dann geht's bald schon in der dritten Folge weiter. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Euer Niki von Nikis Box Eyes. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.